Was genau bedeutet es, wenn Sie nur wenige Freunde haben? Was sagt das aus über Sie, über Ihren Charakter, Ihre Eigenständigkeit und Ihre geistige Reife? Ich werde Ihnen in diesem Video eine Antwort geben, die Sie verblüfft. Dabei berufe ich mich nicht nur auf meine Lebenserfahrung, sondern ich beziehe mich auch auf eine höchst erstaunliche Studie aus den USA. Wer der Meinung ist, man müsste viele Freunde haben, der wird durch dieses Video eine Überraschung erleben. Mein Name ist Martin Wehrle. Ich bin Autor des Buches »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres mit Tipps und Inspirationen versorgt. Den Link zu den kostenlosen Testtagen, den finden Sie unter diesem Video. Ich fange gleich mit einem Knaller an. Die Universität West Virginia ist in einer Studie der Frage nachgegangen: Wem geht es besser? Wer hat weniger Angst? Jemand, der nur wenige Freunde hat oder jemand, der viele Freunde hat? Angenommen, wir würden diese Frage auf einer belebten Straße dem Passanten stellen. Ich würde meinen Kopf darauf wetten, dass die Mehrheit sagt: Wer viele Freunde hat, dem geht's natürlich besser. Denn der hat mehr Rückendeckung, der hat mehr soziale Kontakte, der hat mehr Unterstützung in Krisen und bei Sorgen. Aber wer nur wenige Freunde hat, der ist weitgehend auf sich allein gestellt, dem geht's schlechter. Aber bei der Studie kam heraus, am besten geht es Menschen, die nur wenige Freunde haben, aber dafür Freunde, mit denen sie tief verbunden sind, zum Beispiel aus ihrer Jugendzeit. Ich werde Ihnen gleich erklären, warum wenig Freunde und gute Gefühle psychologisch so gut zusammenpassen und warum Sie selbst, falls Sie wenig Freunde haben, sich auch etwas darauf einbilden können. Und ich nenne Ihnen fünf Vorzüge, die nur Menschen genießen, die wenige Freunde haben. Und am Ende dieses Videos, da verrate ich Ihnen noch, was können Sie eigentlich tun, falls Sie unfreiwillig nur wenige Freunde haben und gern ein paar oder zumindest einen mehr hätten. Vorher lohnt die Frage: Warum ist es so in Mode gekommen, viele Freunde zu sammeln? Gerade neulich hat ein Bekannter mir stolz erzählt, dass er bei seinem letzten Geburtstag, ich zitiere, über 50 Freunde als Gäste hatte. 50 Freunde? Aha. Und wenn ich mich bei Facebook so umschaue, dann gewinne ich den Eindruck, es ist ein wahres Wettrennen um Freunde entstanden. Wer viele Freunde hat, ist angesehen, und wer wenige Freunde hat, der gilt als Verlierer in diesem Rennen. Und gut kann ich mich noch erinnern, als ich vor ein paar Jahren mit einem Geschäftspartner zum Mittagessen ging. Er kannte den Wirt des Lokals und sagte: Das ist Martin Wehrle, ein guter Freund von mir. Ich glaubte nicht richtig zu hören. Wir hatten uns ein paar Mal gesehen, wir kannten uns, wir waren Geschäftspartner, aber wir waren keine Freunde und wir waren erst recht keine guten Freunde. Zumindest aus meiner Sicht. Denn auch ich bin jemand, der nur wenige, aber dafür wirklich gute und oft auch alte Freunde hat. Und damit kann ich Ihnen schon den ersten von fünf Vorteilen nennen, wenn Sie nur wenige Freunde haben. Offenbar nehmen Sie den Begriff Freundschaft nicht auf die leichte Schulter. Es reicht nicht, dass jemand bei Facebook einen Button drückt, damit Sie ihn wirklich als Ihren Freund betrachten. Es reicht nicht, dass jemand Ihr Bekannter ist, damit Sie ihn wirklich als Ihren Freund betrachten. Und wenn jemand im selben Betrieb wie Sie arbeitet oder sich im selben Verein engagiert, ist er deshalb noch lange nicht Ihr Freund. Ich finde es richtig gut, mit dem Begriff Freund sparsam umzugehen. Dieser Begriff ist ein Prädikat und das sollte man nicht leichtfertig verleihen. Wenn Sie jemanden einen Freund nennen, dann sind Sie mit ihm schon durch dick und dünn gegangen oder Sie wissen zumindest, dass Sie es könnten. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schreibt: Wenn du nur wenige Freunde hast, dann hast du eine Menge an Lebenserfahrung. Und damit bin ich beim zweiten Vorteil, wenn Sie nur wenige Freunde haben. Dann können Sie sich auf Ihre Freunde höchstwahrscheinlich zu 100% verlassen. Ich meine, wirklich verlassen. Ich habe in den letzten Jahren dutzendfach folgende Geschichte gehört, von der Sie dann nicht betroffen wären, und diese Geschichte geht so. Als ich noch erfolgreich war, da war ich von Freunden umgeben, aber in dem Moment, als ich hingefallen bin, da waren sie alle weg. So geht es vielen Menschen, die etliche Freunde um sich herum haben, wenn sie scheitern, wenn sie krank werden, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn sie finanziell auf die Nase fallen oder wenn sie eine Dummheit begehen. Genau in dem Moment, wenn sie die Freunde am meisten bräuchten, dann sind die Freunde weg. Oft sind alle Freunde weg. Und jetzt mache ich mal eine kleine, aber sehr interessante Rechnung auf. Wer vor einer Lebenskatastrophe 27 Freunde hat und 27 Freunde verliert, der hat genau einen Freund weniger als jemand, der vor einer Lebenskatastrophe einen guten Freund hatte und ihn nach dieser Katastrophe immer noch hat. Mir ist der zweite Fall bedeutend lieber. Ein echter Freund ist deutlich mehr wert als ein ganzes Fußballstadion voller vermeintlicher oder falscher Freunde. Und damit bin ich schon bei einem dritten Vorteil, den viele Menschen mit wenigen Freunden genießen.
Angenommen, jemand mit 27 Freunden veranstaltet eine Party, die von 20 Uhr bis Mitternacht geht, 4 Stunden also. Und er probiert natürlich mit allen Freunden zu sprechen. Wie viel Zeit pro Freund bleibt ihm dann? Es sind knapp 9 Minuten. In dieser Zeit kann man höchstens ein wenig Smalltalk austauschen, aber kaum auf eine tiefere Ebene vordringen. Wer also ganz viele Freunde zu haben meint, der muss auch ganz viele Kontakte pflegen. Er hat für alle ein bisschen Zeit, aber für keinen so richtig. Eine hohe Quantität an Freundschaften zieht zwangsläufig eine geringe Qualität der Freundschaften nach sich. Wer aber 2 Freunde einlädt und sich bis Mitternacht unterhält, hat für jeden 2 Stunden Zeit. Und auch zu dritt ist ein tiefgängiges Gespräch möglich, 4 Stunden lang, was mit einem Dutzend oder gar 27 Freunden unmöglich wäre. Haben Sie schon mal überlegt, warum sich die meisten Menschen auf einen Liebespartner konzentrieren? Weil die emotionale Energie und die Zeit begrenzt sind. Und es ist doch besser, mit einem Menschen eine tiefe Liebe zu pflegen, als mit 5 oder 6 nur oberflächliche Liebeleien. Menschen, die sich bewusst auf wenig Freunde konzentrieren, die haben dieses Prinzip erkannt. Es geht ihnen um Klasse und nicht um Masse. Und damit bin ich beim 4. Vorzug von Menschen, die mit wenigen Freunden auskommen. Denn diesen Menschen ist es egal, was die anderen denken. Sie legen keinen Wert darauf, mit der Zahl ihrer Partygäste oder Facebook-Freunde zu prahlen. Das wäre doch nur billige Image-Ethik, die nur auf Applaus der Umwelt zielt. Nein, wer mit wenigen Freunden auskommt, der orientiert sich an seinen eigenen Bedürfnissen, an seinen eigenen Werten, an der Charakterethik. Er fragt sich nicht, wie viele Freunde muss man haben? Nein, er fragt sich, wie viele Freunde will ich haben? Wie viele Freunde brauche ich? Und wenn er mit einem Freund auskommt, ist das prima, unabhängig vom Urteil der Außenwelt. Das schert ihn gar nicht, denn er ruht in sich und als Mensch mit wenigen, aber guten Freunden hat er auch weniger Angst als die mit fast jedermann Befreundeten, wie sie durch die Studie vom Anfang dieses Videos wissen. Und nun noch eine 5. Sache, die Menschen mit wenigen Freunden auszeichnet, ehe ich noch kurz auf Menschen eingehe, die unfreiwillig wenige Freunde haben, denn in diesem Fall sieht es etwas anders aus. Der 5. Vorteil besteht darin, dass Menschen mit wenigen Freunden viel seltener an falsche Freunde geraten. Denn wer ganz viele Freunde hat, der kann bei den einzelnen Freunden nicht so genau hinschauen, der hat sie womöglich nur bei Sonnenschein und nie bei Regen erlebt. Aber wenn Sie nur wenige Freunde haben, womöglich langjährige Freunde, dann ist Ihr Kontakt so intensiv und so vielschichtig, dass Sie Ihre Freunde wirklich aus dem FF kennen, Ihre Stärken genauso wie Ihre Schwächen. Ein solcher Freund, der macht Ihnen nichts mehr vor, Sie wissen, woran Sie bei ihm sind. Und er weiß, woran er bei Ihnen ist. Und auf dieser Basis, auf der Basis dieses gegenseitigen Vertrauens, da ruht eine stabile und gute Freundschaft. Aber was ist nun mit Menschen, die gern mehrere Freunde hätten, aber nur einen zum Beispiel haben? Mit Menschen, die darunter leiden, dass sie so wenige andere kennen? Diese Menschen, die sollten sich fragen, was genau vermisse ich? Geht es wirklich um die Zahl der Freunde? Oder kann ich das, was mir fehlt, auch in den bestehenden Kontakten finden? Im Zweifel ist es eine bessere Idee, dass Sie von Ihren vorhandenen Freundschaften Gebrauch machen, dass Sie diese pflegen und vertiefen, statt sich zwanghaft neue Freunde anzulachen. Denn die Zeit und die Energie, die Sie für eine neue Freundschaft verwenden, die kann Ihnen für eine bestehende Freundschaft fehlen. Und Sie sollten sich unbedingt fragen, suche ich diese Freunde wirklich für mich? Oder geht es mir nur darum, der Welt zu zeigen, dass ich beliebt bin und Freunde habe, also Prinzip Facebook? Mein Gefühl ist, dass Freunde oft wie Statussymbole verwendet werden. Mein Haus, mein Auto, mein Freund. Aber wer Freunde braucht, um sich wertvoll zu fühlen, der begeht einen fatalen Fehler. Denn der Selbstwert, der muss immer von innen herauskommen. Drum heißt er ja Selbstwert und nicht von außen. Schließen Sie besser Freundschaft mit sich selbst, statt zwanghaft neue Freunde in der Außenwelt zu suchen. Je mehr Sie sich lieben und annehmen, desto mehr werden Sie von anderen angenommen, desto einfacher finden Sie Freunde. Aber denken Sie daran, es geht nicht um die Zahl, es geht um die Qualität von Freundschaften. Wer einen wirklich guten Freund oder eine wirklich gute Freundin hat, hat mehr als sehr viele Menschen, die scheinbar von Dutzenden Freunden umgeben sind. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, was Sie sich auch von Freunden niemals gefallen lassen dürfen. Das müssen Sie unbedingt kennen, damit Sie nicht auf die falschen Freunde reinfallen. Klicken Sie jetzt hier und wir blenden das Video auch gleich noch ein.
Hat Ihnen dieses Video gefallen? Bringt es Sie weiter? Falls ja, sichern Sie sich doch meine tägliche Unterstützung. Dann können Sie jeden Tag wachsen, Ihr Selbstbewusstsein ausbauen und Probleme überwinden. Werden Sie Teil meiner 365-Tage-Challenge. Durch die positiven Rückmeldungen der bisherigen Teilnehmer bin ich so sehr von der Qualität der Challenge überzeugt, dass ich Ihnen 14 kostenlose Testtage einfach schenke. Nähere Informationen zu diesem Geschenk und zur Challenge erhalten Sie in meinem kostbaren Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Klicken Sie jetzt hier, dann erfahren Sie, wie die Challenge mir selbst vor vielen Jahren das Leben gerettet hat und wie sie sie voranbringt. Hier bitte klicken. Abonnieren Sie gern mit Glocke, dann bekommen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.